Hallo und willkommen wieder zurück zu The Legend of Zelda, The Minish Cap. Beim letzten Mal waren wir im Tempel des Tropfens und haben diesen Dungeon gemacht. Und nun mal schauen, was wir nun für Geheimnisse quasi lüften können. Da sind ja nämlich auch noch ein paar nützliche Punkte dabei. Hauptfall sollten wir jetzt wieder unser Schwert stärken und zum Königsgrab gehen. Das wäre jetzt im Normalfall. Aber wir wollen jetzt noch mal ein paar Geheimnisse entdecken. Das ist auch locker möglich durch das Item, was wir, nachdem wir mit dem Minish Lexstar geredet haben, möglich. Gut, dass die Bücherei noch offen ist. Ah, dafür brauchen wir immer noch ein Item. Die Schule hat auch offen. Oh. Bomben. Ich habe keine Fernzünder, deswegen dauert das Sprengen. Jetzt ist es wichtig, dass wir genügend Bomben dabei haben. Ja, klar. Leider keine Fernzünder. Deswegen dauert das Sprengen leider ein bisschen was. Zack. Nochmal. Und noch einmal. Komm, spreng. Sprengen. 19 Bomben haben wir noch. Gezielt sprengen. Jawohl. Das nach der Tropfenstärkung. Eine große Rubine. Uns gehen jetzt schon fast die Bomben aus. Oh je. Yeah. Wir brauchen schon wieder Bomben. Die Lehrerin. Oh, hallo Link, schön dich zu deinem Besuch zu sehen. Ach, Pausenbrot. Und da ist die Lehrerin mit der Mittagspause. Da sind noch mal zwei von denen. Sportler nehmen. Oh, hier ist auch wieder ein Mensch. Nanu, bist ja ein Windesweile hierher gelangt. Alle Achtung. Glücksfragment. So, jetzt sehen wir den Mensch erstmal nicht mehr. Müssen aber wieder runter vom Dach. So, rein in den kleinen Wald. Hey, du Käfer. Okay. Glücksfragment. Okay. Oh. Wie viele Kopien brauchen wir? Ein volles Schwert. Toll. Das heißt, wir brauchen dafür auch noch das Element des Windes. Oh je. Yeah. Dann erst, wenn die Zeit sehr knapp wird. Lonlon-Milch. Nein, danke.
dabei, warte mal. Wir könnten hier noch zweimal die Minish-Tore nehmen. So. Jetzt geht's hierbei dann mal schön an den Minish vorbei. So, jetzt geht's wieder zu den Katzen, die er ja vertreiben wollte. Ne, kleinen Bun. Man muss darüber springen. Nee, ich komme erst, wenn ich das Ding habe. Also der letzte Item. Dann komme ich hier nochmal rein. Katze? Da sieht man das ja nicht so richtig und dann geht man da ahnungslos rein. Also kommen wir später wieder. Aber das bei der Bücherei, ich glaube, da sollten wir lieber mal jetzt. Weil wir da die Lampe haben, können wir an die Kiste rankommen. Ah, ja, ja. Schön an die Kiste. So. Oh, und. Gut. Wenn man die Katzen vertreibt, kann man hier ein großes Haus bauen. Was kann man die Katzen denn vertreiben? So. Schwimmen wir mal so rein. Dann erstmal nach links. Und da sind wir schon. Mysteriöse Muscheln. Bringt auch nicht sehr viel. So. Da mal zum Higa-See zurück. Wind mal, ja. Ach, nicht hier. So. Und da mal rein. Ach nee, falsch. Erstmal weiter schwimmen. Genau. Waren ja irgendwelche Fackeln. So, heller. Noch ein bisschen heller. Wozu denn hier Fackeln? Jetzt sieht man alles. Aber hat es was gebracht? Nein. Wollte man schließlich gerade jetzt alles sieht. Oh.
Hier ist nichts drin. Hätte ja sein können. Dann schwimmen wir mal wieder zurück. Größer werden. Und woanders hingehen. Zum westlichen Wäldchen sollten wir mal. Stimmt. Oder mal hier schauen. Hier ist ja natürlich auch einiges. Genau. So. Und Rainer. Genau, Wasser. Ein Herzteil. 4 ergeben ein Herz. Dass da drin in der Grotte ein kleines Herzteilchen versteckt ist. Und raus. Perfekt. Jetzt können wir da einfach mal hinschwimmen. Sparen wir uns den kleinen Laufweg. Sorry. Okay. Da ist die Person, die Angst hat vor dem Geist. Wir machen es mal da drinnen mal hell. Und hier ist ein Goldi. 1, 2. Oh je, jetzt ist es raus. Erzähl es niemand. Ein Moblin. Jetzt ist er wieder dran. Hey Link, mit deiner Hilfe konnte ich wieder in mein Haus zurück. Es hat sich sehr verändert, aber was soll's. Ich möchte meinen Dank in ein Gedicht ausdrücken. Endlich wieder im Haus. Die fremden Wesen sind raus. Ich blicke zurück mit Schmerzen. Und danke dir vom Herzen. Ah, da fällt mir ein. Im Kamin sind ganz viele blaue Muscheln. Könntest du sie für mich wegwerfen? Es ist doch widerlich, oder? Wirf sie bitte weg für mich. 100 mysteriöse Muscheln. Ja. Dann mal zu diesem Windmal zurück. Den Goldi habe ich jetzt mal leben gelassen. Außerdem ist meine Rubintasche sowieso fast schon wieder voll. Da komm mal rein. Glücksfragment. Runter. Ein kleiner Feenbrunnen. Mitten im Untergrund. Hier ist auch was. Die geheime Welt Tabantas. Ich sollte da mal hinreisen. Und stimmt ja, in Hyrule, Schloss Hyrule, da ist einer von den Maximus.
Und der wollte doch Licht haben, als wir das letzte Mal bei dem vorbeigeschaut haben. Und da wir sowieso zu Schloss Hyrule hauptsächlich müssen, ist das doch ideal. Wie vielte Schriftrolle habe ich schon? 3 fehlen noch, okay. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder durch den Sumpf. Da ist ein Eingang. Hoppa. So. Ja. Grabklaue. Oh, toll. Ihr klaut mir nicht den Schild. Eine Kiste. Ein Glücksfragment. Und keine Geheimnisse. Sops. Oh je. Yeah. So. Ein Herzteil. Ein Schieberätsel. Warum bewegt sich der nicht? Ich gehe nochmal raus und rein. Er bewegt sich. Nee. Irgendwas ist hier wohl zum Schieben. Irgendwas muss man hier wohl verschieben. Der nicht, der auch nicht. Ich gehe noch mal raus und rein. Versuch's mal mit der Seite. Nee. Den auch nicht. Schieben. Sagen wir die Mitte. Nein. Auch nicht möglich. Irgendeiner ist es ja. Der verschoben werden sollte. Entweder muss einer davon nach unten oder nach oben geschoben werden. Keine Beweglichkeit. Keine Beweglichkeit. Jetzt bewegt er sich gut. Oh, der wäre es wahrscheinlich gewesen. Der hat sich da gerade bewegt. Ich kapiere es gerade nicht. Eins, zwei. Oben. Der sitzt fest.
Der schon mal auch nicht. Der muss es sein. Schieben. Schieben. Jetzt ist es. Herzteil. Super. Jetzt haben wir ihn. Ach, so eine Grotte. Und einer von dem Maximus. Austin, einer der besten Schwertkämpfer von Hyrule. Ja klar. Liebe Röpke, ich zeige dir, wie du sie noch schneller aktivieren kannst. Und Wirbel. Jetzt kannst du die Wirbelattacke blitzschnell aktivieren. Das ist kein Scherz. Schnellere Wirbelattacke. Schon nach kurzem Drücken beginnt die Attacke. Hat jetzt keine Schriftrolle für mich da gehabt. Aber sie war jetzt schneller. Also schon mal was gibt ich. So. Nördliche Ebene von Hyrule. Immerhin können wir jetzt schon mal schneller die Wirbelattacke ausführen. Hier wäre ja jetzt der Hauptfall, Seelawasserfälle. Dafür brauchen wir ein spezielles Glücksfragment. Deswegen meint er auch das Königsgrab. Herzteil, jetzt hast du wieder drei und dir fehlt nur noch eins. Dafür müsste ein Glücksfragment aktiviert werden. Einmal zu den Seelawasserfällen von hier aus. Hier sieht's auch sehr merkwürdig aus. Oh ja, dem seine eigene Bombe. Das war total ein Fake. Wow. Und rein. Das ist dieses Schleim. Elektrisch geladen, wie immer. Grüner Rubin der Große, mysteriöse Muschel und es gibt noch einen anderen Eingang, den wir aber bisher noch nicht betreten können. Dafür fehlt noch eine Plattform. Ach nee, halt! Sollte lieber mal zum Tyloria-Wald zurückkehren. Warum gehe ich jetzt schon wieder zurück zur Stadt Hyrule? Wirklich. Okay. Eins, zwei, drei. Minsch. Das Dorf der Waldminischs. Du hast was. Ginstar. Du bist vereint. Oh. Na warte, ist das nicht der eine Minister, der uns die Bomben gegeben hat? Scheint so. Es wäre doch toll, wenn man die Bomben fernzünden könnte. Hm, genau. Man muss nur ein wenig umbauen. Es hat gepasst.
Angst. Ich denke, jetzt passiert was Gutes. Oh. Er fährt so Fernzünderbombe. Oh je. Yeah. Wenn es doch gepasst hat. Rainer. Gut, dass Link schwimmen kann. Erstaunlich, dass du das hier gefunden hast. Ich bekomme fast einen Besuch. Der Manager hat wahrscheinlich noch nichts. Weil wahrscheinlich sein Haus in der Nähe des Wassers liegt. So, jetzt gehen wir mal hier gerade raus. Klar. Kleiner Teich. Und so können wir uns hier auch wieder vergrößern. Zum anderen Bild mal. So, da ist der Minish. Oh, er hat auch noch was. Neue Rete. Okay. Ruin des Windes. Tada, eine Kiste ist da. Und fertig, die Fernzünderbombe. Genau, du behitzt, machst, bumm. Probier es aus. Wenn du normale Bomben brauchst, tausche ich sie dir zurück. Gegen Fernzünderbomben tauschen? Tauschen. Fernzünderbomben halten. Drücke den Knopf, um eine Bombe abzulegen. Drückst du auf den Knopf erneut, explodiert sie. Komm einfach vorbei, wenn du normale Bomben willst. Jetzt sind es nämlich Fernzünderbomben. Hier ist die eine Kiste, habe ich wahrscheinlich noch nicht geöffnet. Glücksfragment. Jetzt liegt da die. Einfach per Knopfdruck explodieren lassen. Ja, gut. Sind nützlich, wenn ich nicht so lange warten muss, wenn ich das sprengen lassen möchte. Ein Herzteil schon mal hier wieder. Oh. Das ist ja glatt schon wieder das nächste Herz, wenn wir das haben. Na super. Eis. Toll. Fortsetzung folgt. Klar, Gegner. So. Ein Glücksfragment. Und das nächste Herz erneut. Oh, super. Das ist jetzt eigentlich kein Problem mit der Herzanzeige. Genau.
Jetzt einmal wieder zack rüber. Groß werden. Und schauen, was in der Kiste ist. Oh, ein Glücksfragment. Das muss noch gestärkt werden. Müssen wir noch machen. Aber das Gute ist, jetzt haben wir wieder nochmal ein Herz darauf. Oh, besser als gar nichts. So. Allein wird man... Der will noch eine Bleibe. Ins Tal der Königsfamilie ist ein so großer Irrwald. Ha! Das ist nämlich das Hauptziel jetzt. Haha, die Tür hat sich geöffnet. Glücksfragment ist nun mein. Um einfach nicht nochmal durch die Gebäude laufen zu müssen. Zack, einmal die Ocarina. Holt mich Vöglein ab. Zurück zum Windmal. So. Hier ist das. Der Innenhof. Ja, typisch. Da ist eine Kiste. Mysteriöse Muscheln. An den Mauern. Oh ja, stehen da schon Wache. Großer roter Rubin. Rubintasche voll. Sieht er wahrscheinlich als eine Wand. Die Tasche ist sowas von voll gerade. Wird mal Zeit, da mal ein paar Rubinen loszuwerden. Genau. Guten Tag. Ja, ich will ein Fiebel bestellen. Da ist das nächste Band. Guten Tag, hier kann man Magnus Schwertfiebel holen. Holen wir uns noch eine. Guten Tag, nochmal eine. Fiebel bestellen. Und wir bestellen sie noch einmal. Damit unsere Rubintasche wieder möglichst leer wird. Genau. Mit diesen 5 Rubinen haben wir erstmal eher genügend. Perfekt! Band 5 ist das. Kein Interesse. Es tut mir leid, ist noch nicht da. Manus ist ziemlich exzentrisch. Wie wär's, wenn du bei ihm drin bist? Aber die Fiebel ist schon mal bestellt. Ne, hier ist nichts drin. Warum hier, dass da natürlich ein bisschen Wasser ist, ist ein bisschen wunderlich. Aber das Gute ist, jetzt haben wir zumindest mal unsere Rubintasche so weit wie es geht gerade mit geleert. Wenn wir ja Rubintasche brauchen, wäre es schon jetzt ein bisschen blöd.
Das Gute aber, immerhin, nein. Hier ist noch ein Goldener, da ist ein Goldener. Also in den Ruinen und jetzt in den geheimnisvollen Wäldchen haben wir noch ein paar Goldene jetzt gerade am Leben gelassen. Alleine, weil schon unsere Ruintasche wieder am Überquellen war. Schon mal so ein bisschen mal kurz auf den Karten. Ja, hier ist noch die eine Wohnranke, die wir steigen müssen, aber an die kommen wir derzeit noch nicht ran. Ausgelöscht haben wir das Glücksfragment derweile, ja. Aber, ja. Was können wir da denn sonst sagen? In den Hof von Schloss Hyrule. Und Rainer. Hier ist nämlich noch einer von denen. Wir machen mal Licht an. Perfekt. Maximus, der einzig wahre Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du mal mehr trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Ja, bitte. Hör zu, ich werde dir nun die Technik der Strahlenattacke lehren. Erstens, du musst volle Energie haben. Zweitens, zücke dein Schwert. Mehr ist nicht zu tun. Hast du alles verstanden? Das höre ich gerne, doch Wissen allein reicht nicht. Schwerttechniken muss man mit dem eigenen Körper erlernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette. Jetzt kommt wieder der Marionetten-Server. Marionette, nun sag. Strahlenattacke. Nun, versuche es doch selbst. Die Energieanzeige muss voll sein. Zücken Sie Ihr Schwert. Sehr gut. Die Strahlenattacke. Jawohl. Jetzt haben wir die Strahlenattacke. Die wird uns noch behilflich sein. Raus und rein. Vielleicht hat er noch ein Glücksfragment, vielleicht aber auch nicht. Es gibt nichts, was ich dir noch beibringen könnte. Sechs haben wir nun. Nun denn! Versuchen wir mal über den Vordereingang. Geht nicht! Auf Befehl des Königs darf ich hier niemanden durchlassen. Also geh nach Hause. Warte, ja, den König schon verzaubert. Deswegen müssen wir uns einen anderen Weg ins Schloss Hyrule suchen. Das ist der Kerker gewesen. Ja. Beim nächsten Mal werden wir das sogar machen, unser Schwert mit dem Element des Tropfens zu stärken. Nun denn, sollte euch das Video gefallen haben, Daumen nach oben oder das Abonnieren nicht vergessen. So verpasst ihr kein weiteres Video von The Legend of Zelda. The Minish Cap, bis dahin alles Gute, haut rein, bis zum nächsten Video.